Die Zeit gemeinsam verbringen, sich unterhalten und zusammen Spaß haben. Diese Punkte standen beim Frühshoppen des Pensionistenverbandes in der Marktgemeinde Liboch im Vordergrund. Im Technischen Eisenbahnmuseum Liboch haben sich zahlreiche Gäste und Ortsgruppen aus genau diesem Anlass versammelt und schöne Stunden miteinander verbracht. Es kommen nicht nur die Libocher da zu uns, zu unserem Frühshoppen, sondern aus der ganzen Welt, unter Anführungszeichen, bis Güssing geht es, aus dem Lavantal sind Abordnungen da und da sieht man, die Pensionisten in Österreich sind eine starke Fraktion und da sind wir auch in Liboch sehr, sehr stolz, dass wir einen ganz, ganz starken Pensionistenverband haben mit seinem Obmann, dem Alois Bignitter. Mit Musik und Tanz ging es also schwungvoll in den Nachmittag. Die Aufgaben des Pensionistenverbandes sind sehr vielfältig und so wird in jeder Lebenslage gerne geholfen. Ja, der Pensionistenverband hat schon wichtige Aufgaben, nicht nur ein Fest zu feiern, sondern auch Fahrten zu organisieren, Soziales abzufedern. Wir versuchen auch steuermäßig Informationen zu machen, also in allen Belangen, auch gesundheitlich. Und wir haben Kegelpartien, wir haben Verschiedenstes, also im Gesundheitsbereich, das wir auch anbieten, Clubs natürlich auch, wo es Kartenrunden gibt und also alles, was man irgendwie so abdecken kann für die Senioren. Ne? Ohne die Mitarbeit von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern wären die Tätigkeiten des Pensionistenverbandes aber kaum möglich. Deshalb gilt es, Danke zu sagen. Das, was von den Ortsvorsitzenden mit dem Team geleistet wird, das bedarf natürlich großer Anstrengung schon von Vorarbeit. Und da wird im Herbst schon immer ein Programm zusammengestellt, nicht nur da bei der Ortsgruppe, sondern in allen Ortsgruppen. Ich glaube, dass das direkt unterschätzt wird, was da ehrenamtlich geleistet wird. Wichtig ist, dass wir ja sehr viele Singles haben, dass die dadurch die Möglichkeit haben, wieder in ein anderes Land oder auch in einen anderen Bezirk zu kommen und mit den Leuten zu reden. Und der eine oder andere fasst dann wieder mehr Motivation, dass er mit seiner Art, die Krankheiten kommen halt einmal, aber die hat ein junger und ein älterer noch eher. Aber dann vergessen sie das und wenn sie daheim sind, können sie an die Stunden denken und sagen, es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch andere so und wir müssen das so packen. Aber es ist ein unschätzbarer Wert, das, was von diesen Leuten geleistet wird. Beim Frühshoppen des Pensionistenverbandes Liboch-Haselsdorf-Lannach konnten die Gäste gemeinsam schöne Stunden verbringen und Freundschaften pflegen.